Was war vor dem Urknall? Gab es überhaupt ein vor dem Urknall? Und wie wird sich das Universum weiterentwickeln? Das ist eine der großen Fragen der heutigen Zeit. Ich heiße Günter Wunner und leite das erste Institut für Theoretische Physik an der Universität Stuttgart und das jetzt seit insgesamt 17 Jahren, also seit 1997. Die Arbeitsgebiete, die ich hier vertrete, das hat was mit Atomen zu tun, und zwar in ganz extremen Situationen. Atome einerseits ultrakalt, wie sie experimentellen Gruppen hier auch untersuchen, Bose-Einstein-Kondensate beispielsweise, und auf der anderen Seite Atome unter extremen Bedingungen, nämlich in der Atmosphäre, in den starken Magnetfeldern, superstarken Magnetfeldern von Neutronensternen. Man kann ja nicht zu einem Neutronenstern hinfahren und sich mal anschauen, was ist jetzt die Wirkung der starken Gravitation, sondern man kann es hier eigentlich nur rechnen und modellieren, wie das sein könnte. Zusätzlich sind wir interessiert an der nicht-hermitischen Quantenmechanik, die seit 20 Jahren aufgetaucht ist und Mode ist. Und dann visualisieren wir auch noch allgemeine Relativitätstheorie zusammen mit dem Institut für Visualisierung der Universität Stuttgart. Ein Muss ist nach dem Ende des Sommersemesters ein Wandertag. Und dann fahren wir eben mit der S-Bahn irgendwo in die Umgebung hier und dann machen wir lange Märsche, mindestens 16 Kilometer über den ganzen Tag über. Also etwas, was die Gruppe zusammenhält. Ansonsten die Kaffeerunde, so ein Platz zum Austausch von Ideen, von Diskussionen.